Hallo und herzlich willkommen bei Edis Techlab. Im heutigen Video, im zweiten Teil, geht es nochmal um den ESP32 CAN, aber dieses Mal machen wir einen Webserver. Wir werden auch noch lernen, wie man am Webserver eine statische IP-Adresse einstellt. Wie das geht, ist immer ganz einfach und ich bin mir sicher, jeder kann das. Bevor wir den ESP32-CAN programmieren können, müssen wir ihn an einen FDI-Adapter anschließen. Der Ground am FDI-Adapter kommt zum Ground am ESP32-CAN. Der VCC kommt zu 5 Volt am ESP. Hier müsst ihr aber aufpassen, dass am FDDI-Adapter der Jumper auf der richtigen Seite ist. Der kann für einen Ausgang von 3,3 oder 5 Volt gesetzt werden. Dann noch den RX auf UOD am ESP anschließen und den DX auf UOR am ESP32. Um in den Flash-Modus zu kommen, müssen wir noch eine Brücke zwischen Ground und GPIO0 setzen. Hier sehen wir den FTDI-Adapter mit den Anschlüssen Ground, VCC und die zwei UART-Verbindungen. An der Kamera die 5 Volt Spannungsversorgung, die Ground-Verbindung und die zwei Litzen für die UART-Verbindung. Um in den Flash-Modus zu kommen, setzen wir noch GPIO0 auf Ground. Nur um sicher zu gehen, dass das ESP32-CAN auch an der Arduino IDE verwendet werden kann, müssen wir zuerst den Board Manager installieren. Dazu navigieren wir in der Arduino IDE zu Preferences und bei Additional Board Manager URLs fügen wir zwei JSON-Links mit Komma getrennt ein. Der zweite Link ist optional, der ist für den ESP8266. Die Links zu den JSON-Files findet ihr unten in der Videobeschreibung oder auf der Webseite from Edis TechLab. Anschließend gehen wir zu Tools, Board und Board Manager und suchen dann nach dem ESP32. Jetzt können wir das ESP32 Board von Espressif System mit der Version 1.0.4 installieren. Um einen Kamera-Webserver programmieren zu können, werden wir einfach ein fertiges Beispiel verwenden. Zuerst stellen wir sicher, dass wir im Menü unter Tools als Board das AI Syncer ESP32 CAN-Modul ausgewählt haben. Danach können wir unter File Examples runtergehen auf ESP32 und dort unter Camera finden wir den Camera-Webserver. Es gibt unterschiedliche Kameramodule, aber wir müssen unseres, das AI Syncer Modul, einmarkieren und das andere Woofer Modul ausmarkieren. Das geht mit den zwei Schrägstrichen. Dann tragen wir noch unser Passwort und die SSID von unserem Wi-Fi ein. Den Adapter an USB anschließen. Am besten in der Arduino IDE noch einmal prüfen, ob der richtige USB-Port angeschlossen ist. Das sehen wir hier. Ja, USB ist angehängt. Dann können wir den Source Code hochladen. Zuerst wird der Sketch kompiliert. Wenn die Kompilierung abgeschlossen ist, dann beginnt der Upload. Hier im Schnelldurchlauf. Wenn der Upload abgeschlossen ist, dann können wir den Serial Monitor aufmachen. Als nächstes entfernen wir die Brücke zwischen Ground und GPIO 0 und drücken den Reset-Knopf.
Wenn wir alles richtig gemacht haben, dann verbindet sich jetzt die ESP32-CAN mit unserem Wi-Fi und schreibt uns die IP-Adresse. Hier mit 192, 168, 0 und 16. Bei jedem Neustart kann es vorkommen, dass der ESP32-CAN eine neue IP-Adresse zugewiesen bekommt. Mit diesem kleinen Code können wir bei Local IP uns eine IP-Adresse aussuchen. Dann definieren wir noch den Gateway und das Subnet. Und weiter unten im Code, wo das Wi-Fi.begin steht, dort fügen wir noch diese zwei Zeilen ein. Ihr müsst das nicht alles abtippen. Ihr findet den Code auf der Webseite von Edis TechLab. Danach, wenn wir die Brücke wieder auf Ground und GPI 0 gesetzt haben, können wir auf Upload klicken. Wenn der Upload nicht startet, wie hier, dass er bei Connecting immer Punkt, Punkt und Strich, Strich gibt, einfach den Reset-Knopf drücken. Nach dem Upload öffnen wir wieder den Serial Monitor, entfernen die Ground-Brücke zu GPIO 0 und drücken die Taste Reset. Nachdem sich die ESP32-Kamera verbunden hat, sehen wir hier, sie ist auffindbar auf der IP-Adresse 150. Wenn der Upload abgeschlossen ist, dann können wir jetzt von unserem ESP32-CAN die IP-Adresse in einen Browser eingeben. Sehen wir uns jetzt ein paar Einstellmöglichkeiten an. Die Solution kann die Auflösung vom Bild eingestellt werden. Mit dem Schieberegler bei der Qualität könnt ihr von 10 bis 63 einstellen. 10 ist gut und 63 ist schlechte Qualität. Mit Brightness kann die Helligkeit vom Bild eingestellt werden. Der Kontrast geht von minus 2 bis plus 2. Saturation steht für Sättigung vom Bild. Und bei Special Effects können wir uns unter ein paar verschiedenen Effekten einen aussuchen. AWB steht für Automatic White Balance, das heißt so viel wie automatischer Weißabgleich. AWB Gain können wir Weißabgleichfunktionen vom WB-Mode nutzen. Hier haben wir auch Modes von automatisch, sonnig, bewölkt, Büro oder Zuhause. Spielt einfach ein bisschen herum und seht den Unterschied von den verschiedenen Einstellungen. Wenn der AEC-Sensor aktiv ist, dann wird die Belichtung automatisch über einen Sensor eingestellt. Oder man stellt manuell mit einem Schieberegler bei Exposure die Belichtung ein. Schalter AEC-DSP bewirkt, habe ich nicht herausgefunden. Wenn ihr es wisst, bitte schreibt es unten in die Kommentare. Mit dem Gain kann man das Bild erhellen, aber ich bin kein Fotograf. Wenn ihr es wisst, bitte schreibt es unten in die Kommentare. Die Schalter BBC und WBC sind mir auch nicht klar. Bei RAW-GMA wird das Bild in RAW-Format gezeigt. Lens Correction, damit wird eine Linsenkorrektur eingeschaltet. Mit H-Mirror wird das Bild horizontal gespiegelt. Und bei V-Flip wird das Bild vertikal gedreht. DCW Downsize IN ist mir auch nicht ganz klar. Und Colobar legt einen Farbbalken über das Bild. Face Detection und Face Recognition, das sehen wir uns ein anderes Mal an. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt und Interesse an einem Buch habt, dann könnt ihr das ESP32-CAN Buch ab heute im E-Book-Shop auf der Webseite von Edis TechLab erwerben. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wer aber lieber alle Projekte gesammelt haben möchte, der hat jetzt die Chance, mit der Early Bird Edition jetzt schon einzusteigen und jedes Monat ein kostenloses Update zu bekommen. Dieses Buch wird natürlich, weil der Inhalt steigt, Monat für Monat teurer werden, aber Früheinsteiger können somit viel Geld sparen. In der Early Bird Version wird im Januar alles, was im ESP32-CAN Buch ist, auch verfügbar sein. Wer jetzt schon neugierig ist und nicht mehr warten kann
oder sich nur für das ESP32-CAM-Modul interessiert, der kann ab heute im Online-Shop das Buch erwerben. Mit diesem Kauf unterstützt ihr den Kanal und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch dafür bedanken. Jetzt aber wieder zurück zu unserem Webserver-Beispiel. Mit dem Button Get Still können wir ein Foto schießen. Mit Startstream kann der Videostream beginnen. Man hat über das Urdelfeld die Möglichkeit, die Einstellungen der Kamera zu verändern. Als Beispiel verändern wir die Brightness. Dazu geben wir im Urdelfeld Control-Fragezeichen, die Variable ist Brightness, das Und-Zeichen und dahinter mit Val den Wert ein. Eine Übersicht aller Befehle findet ihr auf der Webseite von Edis TechLab. Hier seht ihr, dass sich der Brightness-Wert auf plus 2 geändert hat. Um das anzeigen zu lassen, geben wir von der ESP32CAM die IP-Adresse ein und dahinter /status. Hier sehen wir nun alle Einstellungen gesammelt in einen JSON-File. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir jetzt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Edis TechLab.